Hallo, ich bin der Gamer und herzlich willkommen zu Let's Play The Witcher Wild Hunt. Natürlich The Witcher 3. Teil 120. Und eine lustige Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, man muss nur wissen, wann man raustappt, ist, dass wenn man während der Ladezeit raustappt, also nicht während der Sequenz, wo eben die Story-Punkte kurz zusammengefasst werden, wenn man während der normalen Ladesequenz raustappt und hatte das Spiel schon mal geladen aus verschiedenen Gründen, dann werden tatsächlich die Figuren mit der T-Pose angezeigt, während der PC wahrscheinlich nicht schnell genug ladet. Ist eigentlich sehr lustig, wenn man drüber nachdenkt. Flump, und da war es, das Schwert flog. Und ich will kurz was nachgucken. Wie viele Leute sich jetzt wundern, warum ich weiß, dass hier... Weil ich weiß, dass hier was, warum ich weiß, dass hier das ist, ist relativ einfach. Ich hatte gerade das Spiel geladen und da ist was Interessantes passiert. Hey, die ist ja gefährlich, richtig. Das bin ich ja gar nicht gewohnt. Okay, das könnte echt tatsächlich ein bisschen anstrengender werden. Okay, ich glaube, ich gebe es auf. Okay. Das war eigentlich der Grund, warum ich versucht habe, das zu machen. Das war jetzt mehr anstrengend wie alles andere. Glaube, ich sollte definitiv speichern.
Und ich sollte definitiv mal rasten. Ich hatte nur das erste Mal, wo ich das Spiel gestartet habe, habe ich diesen Schrei gehört und habe mir gedacht, oh, ich muss mal gucken, ob das für eine Quest oder irgendwas ist. Schien aber nicht so zu sein. Dann schaue ich doch mal. Das Skellige. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Geralt needed to lift the curse. So we took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells. To the Witcher's fortress of Kaer Morhen. Ich habe auch nicht gesehen oder beziehungsweise mir nicht das Anschlagbrett angeschaut. Gardas Tod. Gardas, Sohn des Harkon, kam beim letzten Beutezug ums Leben. In seiner Brust steckten drei Pfeile, aber es gelang ihm, den Kopf des Bogenschützen mit bloßen Händen zu zerquetschen, bevor er seinen letzten Atemzug tat. Er liegt bereits in einem Grabhügel begraben, doch seine Seele feiert mit seinen Vorfahren. Er hebt ab und an ein Glas zu seinen Ehren. Durotar. Besuch der Priesterinnen der Freya. Eine Woche vor Beletine werden die Priesterinnen der Freya das Dorf besuchen. Alle, die sich schlechter Gesundheit sind, von üblen Träumen geplagt werden. Schwangere Frauen und Frauen mit kranken Kindern können zum Haus des Jarls kommen, wo die Dienerin der Göttin alle Hilfsbedürftigen gegen einen kleinen Obolus empfangen. Bitte der Druiden, Söhne und Töchter von Skellige, wenn ihr einen Hai fangt, ziemt es sich nicht, nur die Flossen zu nehmen und den Rest ins Meer zu werfen. Solch eine Verschwendung ist eine Beleidigung der Natur und der Götter. Der Körper jeder getöteten Kreatur, sei es Wiesel oder Wal, muss vollständig verwertet werden, bis zum letzten Knochen und zur letzten Sehne. Mausek, kann ich nachvollziehen? Auftrag, Monster auf der Hauptstraße. Mit Auto oder mit Kutsche? Ich brauche einen Helden, einen Liebling der Götter oder einen Hexer. Jemanden, der sich nicht fürchtet, der grässlichen Kreatur entgegenzutreten, die auf der Hauptstraße nach Lavik die Leute anfällt. Es wartet eine Belohnung. Wer den Tod nicht fürchtet und in Balladen besungen werden will, der komme zum Dorfältesten. Ich habe gerade gelesen, der heißt natürlich Thorleifr, Sohn von Bärhawks. PS, Sphäre, du bleibst zu Hause, du hast schon genug angerichtet. Das lässt tief blicken. Renn zu Ehren der Modron Freya. Willst du Freya verehren und zugleich deinen Mut beweisen, dann nimm an jährlichen Heldenrennen teil. Die Priesterinnen und die Göttin selbst werden dich mit Gold und Segen überschütten. Es sei kund und Wissen getan, dass nicht alle Teilnehmer die Ziellinie unversehrt erreichen werden. Wer schwangere Frauen, unvollendete Geschäfte oder Ehrenschulden hat, überlege besser zweimal, bevor er aufsattelt. Schwester Svana. Mein PC bläst gerade ganz schön Dreck raus. Auftrag Morgvarg. Söhne und Töchter der Freya.
Wieder ist ein Jahr vergangen, in dem Morgwag in den Gärten der Köttin sein Unwesen treibt. Wer den Mut hat, dieses böse Wesen zu erschlagen, wird unter den Sterblichen berühmt werden und die Gunst der Sterblichen erringen. Unsterblichen erringen. Und erhält außerdem eine Belohnung aus der Schatzkammer des Tempels. Schwester Josta. Ich kümmere mich erstmal um diese Quest. Aber davor speichere ich erstmal. Ja, genau, das ist sie. Ist sie bei ihr kann man die Quest quasi annehmen, die ja, Reiterquest. Hier ist ein Ausrufezeichen, das heißt nichts Gutes vielleicht. Bevor ich das aber mache. Ask you the same. Places like this, usually home to necrophages alone. They're corpse eaters, aye. And they grow bolder by the day. Crawl out to attack the living. We'll kill them all. Clear the mine with our swords in our hands. Honor our fathers in doing so. I'm a witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you're thinking it, makes sense. All right. You lead the way then. Oh, Backe, das kann was werden. Hey, where you going? Oh, Backe, warum sind die schneller wie ich? What now, you piece of filth? Ja, das war nicht so. Ich hasse Escort-Quests. Oder Escort-Missionen. Zumindest schreien sie nicht, Leon, help! Scheiße, ich hab nicht, Digga. Okay, ich glaube, ich müsste das anders machen. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Geralt needed to lift the curse.
So we took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells. To the Witcher's fortress of Kaer Morhen. Beziehungsweise, das war's. Warum rennt der voraus, der Depp? An dieser Stelle wurden 10 Minuten geschnitten, unter anderem wegen 2 Toten und ungefähr 5 Minuten rumgeklicke im Menü, um ja mein Bild etwas zu optimieren. Da ich das ganze Bild für nicht so ganz so wichtig und interessant hielt, habe ich mich dazu entschlossen, es zu schneiden. Wenn das Spiel so spielen will, dann spiele ich das Spiel so. Ich muss immer schon sagen, die Ladebildschirme sind eigentlich relativ hübsch. Last one. Drag the corpses outside. Burn them. Other ghouls don't scorn their cousin's corpses. Aye. True. It's good you came. Seems Freya watches over us to have let you here. We're grateful. And will be for long. Folk are generous with gratitude. Not so much with coin. Oh, aye. Sorry. Afterglow of the battle, we're still caught up. Damn, you slice them good. Here, for you. Thanks. Farewell. We show our axe, remember. Ja, hat nicht viel gebracht, war aber cool. You have no respect for our customs. Not ye, nor that witch, Yennefer. Ach so. Ich hab gedacht, ich muss mir irgendwelche Sorgen machen.
ist aber nicht wirklich besser. Moment mal. Friends we show heart, foes we show our axe. Remember that. Okay, anscheinend ist hier noch mehr. Ja, das hat jetzt ganz schön lang gedauert. Ich glaube, ich werde über diesen Teil auch wieder ein paar Ladezeiten schneiden oder geschnitten haben. Oh, es fängt zu ruckeln an. Was ist in der Richtung? Ach, das gehört zu Lavik. Das ist eine Anlegestelle. Aber erstmal durchheilen. Wenn schon, denn schon. Ja, es war chaotisch, habe ich gedacht, aber es hat zumindest dann doch noch funktioniert. Ich wollte jetzt die Quest nicht, wenn es nicht sein muss, großartig abbrechen. So. Speichern. Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann. Vielleicht damit weniger planlos rumgekloppt und verkloppt werden.